ist nicht mehr als, als Ratgeberin und auch nicht als meine beste Freundin. David. Du bedeutest mir viel mehr als das. Lisa. Liebe dich. Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe soll nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist. So wie du bist, so wie du bist. Entschuldige, was hast du gerade gesagt? Ich hab dir gesagt, dass ich dich liebe, Lisa. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich darauf gewartet habe. Aber jetzt? Ich weiß, das kommt sehr überraschend. Ich wollte es dir gar nicht sagen. Also nicht so. Nicht hier in diesem dämlichen Foyer. Aber ich bin froh, dass es endlich raus ist. Sehr lange gebraucht, um zu merken, dass du die wunderbarste Frau der Welt bist. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ja? S-Bahn. S-Bahn? S-Bahn. Ich muss meine S-Bahn kriegen. Du guckst mich an und ich geh mit. Und der ist ewig, dieser Augenblick. Da scheint die Sonne, da lacht das Leben. Da geht mein Herz auf, ich will's dir geben. Ich will dich tragen, ich will dich lieben. Denn die Liebe ist geblieben, hat nicht gefragt, ist einfach da. Weglaufen geht nicht, das ist mir klar. Du und ich, das ist ganz sicher, wie ein schöner tiefer Rausch von der ganz besonderen Sorte. Und wir haben ein Recht darauf, uns immer wieder zu begegnen, immer wieder anzusehen. Wenn die große weite Welt ruft, werde ich sicher mit dir gehen. Liebe will nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe fühlt sich an, wie du bist. Gute Nacht, mein Wunderschöner, und ich möchte mich noch bedanken, was du getan hast, was du gesagt hast, es war ganz sicher nicht leicht für dich. Du denkst an mich in voller Liebe, und was du siehst, geht nur nach vorne. Du bist mutig, du bist schlau, und ich werd immer für dich da sein, das weiß ich ganz genau. Du und ich, wir sind wie Kinder, die sich
sind, die nicht lügen und nicht fragen, wenn es nicht zu fragen gibt. Und wenn einer von uns gehen muss, sind wir trotzdem immer da. Guten Morgen, Herr Haas. Sprich mich bitte nicht an. Soll ich Ihnen vielleicht einen schwarzen Tee holen? Sehe ich müde aus? Nein, ich sehe grässlich aus. Also, nein. Was ist das denn bitte? Ich mach das direkt nochmal. Das sieht ja aus wie Nachthauben für Höhlenmenschen. Aber das kann doch mal passieren, oder? Doch, doch. Sie haben richtig verstanden. Das Italienische, das Französische und das mexikanische Frühstück. Sehr gerne. Alle auf einmal? Ja. Oder glauben Sie, ich mache eine Wochenbestellung? Deine Laune hat sich ja schlagartig gebessert. Ja. Ich fühle mich rundum erneuert. Aha. Gibt's einen Grund? Gestern Abend bei Kerima stand plötzlich Lisa vor mir. Ja. Sie arbeitet da, soviel ich weiß. Jedenfalls musste es einfach raus. Du hast es ihr gesagt. Ja. Toll, oder? Französisch, mexikanisch, italienisch. Bitte sehr. Du bekommst. Danke. Oh. Ja, jetzt sag schon, wie hat sie reagiert? Sie war hin und weg. David, bei aller Liebe, ich meine, das Ganze geht ein bisschen schnell. Jetzt komm mir bitte nicht mit mütterlichen Ratschlägen. Ich habe das Glück gefunden. Lisa? Lisa! Mein Gott! Du bist ja weiß wie eine Kellnerjacke und mit Brille. Hast du getrunken? Mama. Gestern warst du dann noch gern gesund. Mama. Mhm. David hat gesagt, dass er mich liebt. Oh Gott. Oh Gott, jetzt fantasiert sie auch noch. Du bleibst heute den ganzen Tag im Bett, ja? In dem Zustand, da kannst du nicht ins Büro gehen, hm? Ja. Und du gibst mir bitte mein Handy, mein Laptop und na, dann... Das kommt gar nicht in Frage. Ich sage Bescheid, dass ich später komme. Jetzt mache ich dir erstmal ein paar schöne, eiskalte Wadenwickel. Na? Er liebt dich. Also Kind, was du dir manchmal zusammenspinnst. So, ich komme gleich wieder, ja? Mama hat recht, ich spinne bestimmt nur. Was machst du denn für eine Hektik am frühen Morgen? Die Lisa ist irgendwie krank. Ich glaube, die hat Fieber. Die war doch gestern noch munter wie eine Bergzicke. Ja. Du, ich mache ihr Salbei mit Wermut. Das hilft immer. Aber jetzt schläft sie. Gut, dass du so ein unverwüstlicher Typ bist. Ja. Da hat auch dein Arzt bestimmt gestaunt. Der ist zwar ein bisschen moppelig, aber eine Kondition wie Mitte 30. Ja, genau das hat er gesagt, Helga. Eine Makrele auf dem Trockenen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass Sie es nicht so meinen. Der Stoff war grässlich zusammengestichen. Aber das ist wohl nicht der Grund, warum du so deprimiert bist, was? Wieder irgend so ein langatmiger Liebeskummer? Aber es ist wegen Marc. Marc und seine bescheuerten Drogen. Es ist echt so, als würde er sich am Kiosk den neuen Psyche kaufen. Und dann ist er nicht mehr der Marc, den ich kenne. Liebe. Ach was. Hin und wieder so ein bisschen gute Laune. Was soll's? Ja, aber nur noch gute Laune, das ist nicht zum Aushalten. Das ist schlimmer als nonstop schlechte Laune. Ja, für dich. Aber frag mal ihn. Ja, aber man muss doch auch mal durch was durch, um sich dann zu freuen, wenn's vorbei ist. Ich meine, richtig freuen. Ja. Aber manchmal, da bleibt man im dunklen Tunnel stecken und helfen denn deine gut gemeinten Sprüche auch nicht mehr? Ich habe jetzt nicht sie gemeint. Ja, natürlich. Wieso auch? Ich bin nicht da. Und wenn, ich spinne. Hallo David, hier ist deine Urknudel aus Göberitz, mein neuester Brüller. Du liebst mich. Hilfe, ich spinne wirklich. Ich brauche sofort wieder Kontakt zur Wirklichkeit. Hallo? Frau Plenske. Es ist schön zu wissen, dass Sie auch mal an sich denken. Ach, Herr Kowalski. Und Frau Plenske, ich hatte Sie doch gebeten, mich Rocco zu nennen. Zumindest solange wir uns siezen. Ja, das müssen wir unbedingt. Sagen Sie,
Soll ich vielleicht vorbeikommen und nach Ihnen sehen? Nein! Entschuldigen Sie diese völlig abwegige Idee. Nein, also ich meinte, ich möchte nicht, dass Sie sich anstecken. Sie müssten noch langsam wissen, dass mich so schnell nichts umhaut. Ja, aber ich müsste einfach mit mir, also alleine sein. Ist bei Ihnen alles okay? Ja. Ja, und wenn, ich meine, Sie könnten mir sowieso nicht helfen. Also leider, ich... Herr Kowalski, es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Bis dann. Tschüss. Ich will, dass alles grünt und blüht und duftet. Frau Seidel hat Frühlingsgefühle. Da können Sie gar nichts machen. Da bin ich nicht der Einzige. Na, wo soll ich denn das Ding nur anbammeln hier? Na, da über den Kamin, Herr Plenske. Das hört sich aber gar nicht gut an. Das ist bloß eine kleine Erkältung, Frau Seide. So. Plenske. Ja, Plenske. Tag. Bitte. Ja. Wie ist für Lisa? Oh ja, also so eine rote Rose, das ist jetzt gar nichts für Lisa. Die ist ja eh schon ganz durcheinander. Und Sie, glaube ich, Sie machen das noch viel schlimmer. Wie geht's ihr denn? Ist sie richtig krank? Ja, richtig krank. Wieso denn? Sie stellen Fragen. Obwohl, langsam frage ich mich das auch. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann würde ich gerne bleiben und nach ihr sehen. Also, um ehrlich zu sein, sie schläft gerade. Ich bleib nicht lange. Bitte. Naja, ich muss ja jetzt auch zur Arbeit und... Ja, ich pass auf und wenn was ist, fahre ich Sie zum Arzt. Aber regen Sie sie nicht wieder auf mit Ihrer Rose oder sonst wie. Ja? Danke. Gut. Die Warnung ist angekommen. Gut, danke. Also, auf Wiedersehen. Na, alles in Lack? Siehst aus, als ob du Inspiration brauchst. Danke. Dann lass mal sehen. Oder ich sehe aus wie ein verhungerter Buddha. Buddha? Super geil. Wir sollten dringend mal sowas machen hier, so mit Ethno-Karma-Dings und so. He? Auf dem hier sind Sie gut getroffen. Ja, na ja, gut getroffen. Das ist ein Cover. Ein internationales Cover. Werf sie alle weg. Sag mal, gibt's hier in der Firma auch irgendjemand, der gut drauf ist? Ja, sprich doch mit Herrn Kowalski, der könnte dich vielleicht ertragen. Sag mal, hast du Bock auf ein Event? Wir quatschen schlecht angezogene Leute auf der Straße an und machen eine Spontanparty bei Käsekönig. Ich muss arbeiten. Okay. Ich bin bei Kowalski. Nutze das Zeitfenster für die richtige Entscheidung, Baby. Jetzt verstehe ich, was du vorhin gemeint hast. Der ist ja schwerer zu ertragen als ein Bohrer beim Zahnarzt. Ich werde ihm das schon abgewöhnen. Aber dafür müsste ich mit ihm mitgehen. Na schön. Aber beschwer dich nicht hinterher, wenn du weinst. Leop. Danke. Chaotisch. Hey, man nennt es auch super cool. Ja, aber findest du nicht, dass es ein bisschen retro ist? Ein paar zu leicht gekleidete Mädels gruppieren sich um einen Herrn mittleren Alters. Hey, der Impro-Look ist Absicht, Mann. Was meinst du nur, wie schwer das ist, sich selber mal eben kurz zum debilen Knipser zurückzumontieren? Magilein, ich hab gesagt, sie sind retro und nicht schlecht. Mann, du. In dem Laden herrscht hier neuerdings ein Ton. Ja, bitte. Der Champagner für die Herren. Ja, damit. Nein, wir nehmen doch lieber Kamillentee. Frau Plenske, ich hab da mal eine Frage. Hm. Wie geht's denn der Lisa? Ach, da geht's gar nicht so gut. Wollen wir jetzt hier rumpalabern oder Fotos gucken? Dann guck ich doch besser mal nach ihr. Die Mappe, die kann ich doch bis morgen behalten, oder? Sag mal, ich fass es nicht. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee.
Weil da kümmert sich nämlich schon der Herr Seidel ganz hervorragend. Der Herr Seidel ist also bei ihr? Ja, der passt auf, solange ich hier bin. Klar. Könnte er aus dem Bett fallen, die Flitzpiepe. Marc, komm mal wieder runter. Naja, also ich muss dann wieder... Die bleiben jetzt doch hier. Ja, noch wahnsinnig. Ich werde schon rappelig, wenn ich einen Arzt nur rieche. Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich fühle mich schon wieder richtig gut. Herr Dr. Engelhoff ist eine Koryphäe als Internist. Der wird jetzt untersuchen, punktum. Sie wollen doch vor mir nur angeben mit Ihren dicken Freunden, ja? Koryphäe. Herr Plenske. Herr Doktor, ich habe nichts. Sie kommen zu mir, weil Sie das Bewusstsein verloren haben. Das sollte auf jeden Fall untersucht werden. Sehen Sie, Plenske? Sehen Sie, Plenske? Obwohl, dem ersten Anschein nach machen Sie gar nicht so einen schlechten Eindruck. Sehen Sie? Herr Doktor, ich hatte eine Ohnmacht, eine kleine Ohnmacht, ein Ohnmächtlein. Nicht so viel reden, Herr Plenske. Das beeinflusst den Blutdruck negativ. So, tschüss. Hey, Marc. Zum Glück ist er weg. Die arme Hanna. Wieso das denn? Egal, das muss Hanna selber wissen. Was denn? Er ist dir zu dynamisch. Im Bett oder wo? Ja, dazwischen. In der Bettritze? Wenn du schon unbedingt beim Thema bleiben musst. Vor und nach dem Bett. Naja, der Mann hat einen stressigen Job. Der muss abends von ganz weit oben erstmal wieder runterkommen. Also wenn ich Hanna wäre, dann würde ich... Inka! Marc. Ich glaube, Marc hat ein Drogenproblem. Oh. Meiner Meinung nach braucht er einen Psychiater. Er hat doch einen. Das ist ein Psychologe. Die zerreden alles. Psychiater verschreiben Pillen. Das ist das, was Marc braucht. Hugo? Meinst du nicht, dass eine Therapie... Unsinn! Inka, ich brauche Pillen. Und zwar aus der Apotheke und nicht aus dem Nachtclub. Was machst du denn hier? Lisa, ich wollte dich sehen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Die Rose ist übrigens von mir, als... Naja, zu rote Rosen halt so sind. Dann spinne ich also nicht. Ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe. Und ich habe das auch so gemeint. Aber ich verstehe nicht. Wieso? Das fragt man in diesem Fall eher selten. Ich meine auch, wieso jetzt auf einmal? Ich bin immer noch Lisa Plenske aus Göberitz, die kleine graue Maus. Ich habe mich nicht verändert. Ich will dich so, wie du bist. Ich glaube, ich muss erst mal nachdenken. Du musst erst mal ausruhen. Und ich bleib hier bei dir. Und, Herr Doktor? Was haben Sie rausgefunden? Noch etwas Geduld, Herr Plenske. Herr Doktor, ich muss zurück zur Arbeit. Also, die Blutwerte sind okay. Das war doch klar. Und einen Infekt können wir erstmal ausschließen. Herr Doktor, wenn Sie alles ausschließen wollen, dann mache ich jetzt Jahresurlaub und zelte da hinten. Beunruhigend ist allerdings Ihre eingeschränkte Lungenfunktion. Deshalb habe ich mir Ihre Röntgenbilder noch mal genauer angesehen. Ich bin Kassenpatient, Herr Doktor. Bei mir ist nicht je länger, je teurer. Und da findet sich im unteren rechten Bereich eine leichte Verdunklung. Da war vielleicht Dreck auf der Linse. Das muss auf jeden Fall weiter abgeklärt werden. Warum?
weil es sich möglicherweise um etwas Ernstes handelt. Was? Ernstes? Dunkles? Auf der Lunge? Das ist Krebs? Doch nie wahrgenommen. Und wenn du mich wahrgenommen hast, dann nur als deine Assistentin. Und egal, was ich gemacht habe, es war nicht gut genug. Und dabei hast du selber überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und alles das mit Mariella. Du hast mich gezwungen, dass ich für dich lüge. Du hast sogar riskiert, dass ich ins Gefängnis komme. Ich war so ein Idiot. Ja, das warst du. Aber trotzdem ist es mir unendlich schwer gefallen, mich von dir zu lösen. Zum Glück. Ich habe endlich jemanden gefunden, der mich liebt, so wie ich bin. Und auf einmal kommst du und sagst mir, dass du mich liebst. Das geht nicht, das ist unfair. Gisa, bitte, spürst du nicht, dass ich dich ehrlich und von ganzem Herzen liebe? Wenn es noch nicht zu spät ist, dann bitte gib uns eine Chance. Ich würde jetzt ganz gerne alleine sein. Gute Besserung.